Blinkt sie? Ja, blinkt. Alles klar. Wo ist die andere Kamera? Da oben. Spiegel habe ich da reingetan. Gott. Stativ brauchst du? Das nehme ich mit, ja. Gar nicht so einfach. Habe ich jetzt abgeschlossen? Ja, ist das. Was bist du denn aus? Wer bist du denn? Die Lampe brauchen wir jetzt die weißen Anzüge, ne? Wann geht denn die Lampe an? Bei der Dämmerung? Für den Rückflug? Okay, weiter. Dabei ist das gar keine Lampe. Hinrich hat jetzt die ganzen Kataloge und so genommen und die will er dann dort. Wer? Hinrich meinte das. Okay. Aber keine Ahnung, habt ihr das abgesprochen? Nein, ein bisschen. Schwer einatmen. Ich sehe jetzt Werbestand. Ich wollte eigentlich nur die ganze Zeit sagen, aber ein bisschen Info. Hier, die Frau Höger hätte gerne die hier liegen. Boah, ich gebe gleich um. Preisschild hast du nicht zufällig, ne? Hab ich, aber hab ich vergessen. Denn ist das weiß auf der Rückseite? Da liegen Quittungen drin, falls einer haben will. Und dann machst du eine Liste, ne? Also so ein Quittungsblock. Ja, gib mal her, bitte. Das ist nämlich noch. Aber den Quittungsblock mache ich nur für die Künstler, oder? Nein, nein, es geht heute ja nur um Verkäufe. Nee, aber ich meine den, Quatsch, die Liste. Ich schreibe ja nicht auf jeden, der was kauft. Du machst einen Strich, wenn was verkauft wird. Und wenn einer eine Quittung will, gibt es eine Quittung. Und die Liste der Künstler habe ich hier auch bei irgendwo, ne? Hast du ja, die? Ja, liegt da. Ja, ja. Und das ist aber... Also wir können nach 18 Uhr kann man sehen, ob wir Exemplare rausgeben. Ne? Wenn wir gar nichts verkaufen, ist das ja einfach. Und aber das. Hier darf jeder ein Exemplar bekommen. Nee, das ist für die Bestellungen. Und okay. Für das ein Exemplar, das wollen wir ja so oder so machen. Ne? Oh, wo ist denn dein Buch? Gerion hat, ich war bei Gerion, ne? Also, und habe ihm ein Buch gegeben. Ich habe auch heute Morgen, als er sagte, er hat eins gekauft. Genau. Du hast fettiges. Schöne Finger, Grüße. Ja, ich blätter mal so durch. Das war ein bisschen Arbeit, ne? Maschinengewehr. War alles Arbeit. Nein, das ist doch keine Arbeit, so ein Buch. Wie kommst du darauf? Irre. Rungen gestellt. Das ist gar nicht das. Ja. Was ist das? Das war wohl ein Rungengestell. So. Ach nee, anders. Und du summst heute? Oh. Ja. So, ein Foto machen wir auch noch.
Das ist doch jetzt schön geworden. So. Ja. Ich habe noch 1000 Korrekturen gehabt, immer noch mal 1000? Verschoben. Ja, weil unfair. Also deins war komplett falsch mit dem Transparenzeffekt. Komplett. Das haben wir alles noch mal geschoben. Aber jetzt passt es so, weil das ist ja es fehlen ja ganz viele Straßen, ne? Aber ja. Sieht doch gut aus, oder nicht? Mhm. Das haben wir einfach vor Drucklegung noch irgendwie hingebastelt. Und aber er hat alles gemalt, ne? Ja. Und dann haben wir es doch. Genau. Aber das war zu falsch. Das mit diesem Transparenteffekt, das war nichts. Mhm. Ja, jedenfalls, dass die ja mit der Straßenbahn, mit der Bahnlinie, die ist doch genial geworden. So, sag mir, wenn es nicht mehr blinkt. Na, guck, du Stubenfliege. Ich kann nicht sprechen Wo gibt's denn die Bücher? Vielleicht mal gegen den Kran, das ist gut. Wo sind denn die Bücher? Da hinten heißt das. Hast du schon gesehen? Nee, aber wenn du wow. Ich habe nämlich eine Kasse hier drin. Du auch? Ich hole mir einfach eine Fliege. Guck mal, ob damit zufrieden ist, was sie da gemacht haben. Haben wir nicht irgendwie einen Scheißhaufen, wo wir dich drauf platzieren können? Königinwetter, Kaiserwetter. Kaiser.
Patsch, wo ist die Fliegenklatsche? Nochmal, du Arsch. Das soll doch gepostet werden. Ach, hast du nicht richtig gemacht. Nochmal. Ich habe das jetzt auch ein bisschen weiter gemacht, damit es ein bisschen das zu sehen nochmal, war. Nochmal, ohne dumme Bemerkungen, bitte. Das kann ich nicht garantieren. Erst die Handschuhe anziehen. Das muss ja gleich gepostet werden. Okay. Ich habe jetzt, ich würde noch mal gerne eins machen. Auf deinen Flügeln reflektiert nämlich wunderbar die ganze Gegend hier. Vielleicht können wir damit noch was machen. Da sind nur die anderen drauf, ey. Ja, tut mir leid, wie soll ich denn machen, wenn wir die anderen um dich rum sind? Du rennst immer um die anderen Leute rum. Ja, das mit den Flügeln fand ich ganz interessant. Vielleicht kann man damit was machen. Das ist ganz gut. Ich poste das mal gerade. Sag dir mal was, ich habe neulich eine Radiosendung gehört über Fliegen und da haben die gesagt, die Fliegen sind die Insekten, die das ganze Weltall zusammenhalten. Weil durch diese, ich weiß nicht mehr, nicht nur wegen der Facettenaugen, sondern die Art, wie sie fliegen, die halten das Weltall zusammen. Wie heißt die Fliege hier? Wie heißt du? Bist du Irma? Die Norbert-Fliege? Ich
Gut, du hast denn auch damit zu? Das hab ich gemacht. Du hast das gemacht? Ja. Wirklich? Ja, Biennale, weißt du, da nutzen auch immer alle möglichen Leute noch irgendwo einen Raum, wo sie auch noch ausstellen wollen. Oder? Ich habe so einen befreundeten Belgier, der hat so ein Gewächshaus mobiles. Damit war er jetzt schon auf der Documenta und in Venedig. Ja. Ich glaube aber nicht, dass er dafür bezahlt wird. Das scheint auch offen zu sein, das Gelände. Weiß ich auch nicht. Merkwürdig, ne? Du gehst da durch? Bist du auch so gekommen? Nein. Ach so. Nicht hier hin. Das
Das ist haben wir noch nicht so rausgekriegt. Das, also ob das Trinkgut gehört oder ob das da. Ich habe sogar hier richtig mit dem Quartier. Du hast auch hier mit wem gesprochen, ne? Ja, mit Taubrocker. Der kommt, wollte auch kommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Also der hat hier. Eine Fliege. Ist das Meierfliege? Ich mach die Fliege. Meierfliege, ja? Und das ist gut gestellt, Angerion? Ja. Das ist schön, das wäre merkwürdig. Die haben mehr so Dunkellicht. Also wir haben da irgendwie im Dunkeln gestanden. Ja. Aber Licht war auch da. Kein Mensch in Bad Driburg. Als du dahin kamst, war es schon dunkel. Sehr dunkel. Was machen wir? Ich könnte Kontakt mit ihr machen, ja? Und würde ihr gerne eins geben. Ja, das ist gut. Ja, ja? Machen wir. Ja. Sehr gut. Das mache ich gerne. Ja. Wer ist das? Ja, wer könnte das sein? Ja, das ist so. Kannst du damit auch fliegen? Gut dafür, genau. Ganz kurz. Dann kommt die große Klatsche. Das ist Absicht. Ach, das ist Absicht, das gehört dazu. Andrea, der Künstler ist heute nicht hier, der postet alles per Instagram und das ist der Vernichtung also anheimgegeben. Das sind nämlich Arbeiten, die in Russland entstanden sind und wegen des Ukraine-Krieges hat er das jetzt hier installiert. Ist schon vor 3 Wochen passiert. Geron liegt leider mit im Krankenhaus und auf Reha oder so und deswegen haben wir das schon vor 3 Wochen aufgebaut und seitdem genau, Sturm. Und das Runterfallen ist Absicht. Das soll der Vernichtung anheimgegeben werden, so wie der Ukraine-Krieg. Ne? Irgendwie so ähnlich. Falls man sich dann. Er muss noch eben aufrauchen. Ja, wohl ist nicht, ja. Aber auch gut.
Das erinnert mich an unsere Irrlichter, die haben wir auch schon mal mit zusammen. Das hatte ich auch schon mal zu Halloween an. Ist Jona Schmidt eigentlich aufgetaucht? Heißt das einer? Was? Ich muss der gleiche gewesen.
Jetzt muss gleich blinkt es. Blinkt es? Ja, ja, jetzt blinkt es. Und jetzt ist auch die Kamera oben. Ne? Ja, ja. Irgendwann dachte ich, wieso ist denn das Ding hier vorne? Ja, ja, nee, die war nicht. Oh. Und dann auf einmal hatte ich sie in der Hand. Jetzt filmst du. Ja, ja, dein Plöver hast du mir vorhin schon mal gezeigt. Freiluft das Buch, Freiluft der Katalog. Muss ich einfach nochmal sagen. Selbstfinanziert, wenn ihr kauft. Sonst schade. Zack, kommt der Frosch durch. Und weg ist man. Verwandeln. Irgendwer dachte, wir hätten zusammengearbeitet und du wolltest mich gleich kloppen mit den Kloppern. Ja, das wäre auch beinahe geschehen. Billiger Jakob, keine 30. 29 Euro. Das kommt ist nicht. Aber schön geworden. Ja, ja. 12 Euro. Ich kaufe mal Hinrich ein Buch ab. Das andere habe ich ganz viele von. Kriege ich denn da eins von so? Oder muss ich ja, das ist noch nicht durchfinanziert. Wir müssen das über die Verkäufe finanzieren. Und wenn du weitere haben willst, kriegst du dich für 20 statt für 29. Und falls du das dann verkaufst, oh, das gut, schön, ist das gut geworden. Ne? Also auch so ein Apparat, wo du das checken kannst. Ob das genau. Bestimmt. Hier wird gekauft. Die letzten Exemplare. Inventarium. Hört sich an wie so ein. Es gibt Volontarium im Europapark. Ich fliege das mal gerade zum Wagen. Bunt. Wer bist du denn? Luzi. Hallo Luzi. Du hast mir die Hammermühle signiert. Oh, ja, das war ich. Das warst du. Danke. Richtig, die gibt es zum Lädchenglühen neu. Mit ein bisschen. Ja, Ende des Monats ist Lädchenglühen. Ah, okay. Weil ich bin da auch vorbeigefahren dann beim Laden. Ich habe gedacht, vielleicht ist er ja zufällig gerade da, aber war da nicht, sonst hätte ich so ein paar Bögen noch geholt. Man kann auch klingeln, eine Tür weiter, ah, okay, wo Norbert Meyer draufsteht. Manchmal bin ich da. Super, dann versuche ich das. Ich komme gleich wieder. Ich muss mal gerade mein Buch in meinen. Aber ist egal, ich mache meinen eigenen Ton.
Wirbel, das, ne? Das ist aufgegriffen, oder sehe ich das falsch? Und da. Schon wieder gehen. Ja. Also alles, was hast du da? Jetzt aber bitte. Was? Wieso, wo kommt denn das? Ich bin nicht in die Luft. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Ich habe hier so eine schöne Sonne. Alles gut. Die mir auch bald gehört, die mit der Sonne. Du bist da meine Sonne, nee, du bist mein Mond. Jetzt hat sie sich schon wieder aufgehängt. So langsam kann man das Ding wegschmeißen. Also nicht diese Kamera kaufen, die ist so fast von nervig. Nee, ich habe so viele Fotos gemacht, dass ich jetzt gar keine. Komm, geh aus, geh aus. Ah, jetzt. Oh nein, immer noch nicht. Ah, jetzt hat sie sich wieder hochgefahren. Hast du wieder hochgefahren? Echt? Ja. Markus, wo gehst du hin, mein Mond? Dein aufgehender Mond geht auf der gehenden Sonne entgegen, glaube ich. Lonesome Cowboy. Schon einmal gewesen. Richtig, hat sofort richtig erkannt. Ich fehle mich eigentlich noch. Okay. Ja, der ist da vorne am Eingang, ne? Hast du ihn schon gesehen? Achso. Das musst du kaufen, ne? Ja, ja. 30 Euro. Das 29, ist ja hallo? Ja, ja, ja. Genau. Und es bleibt nichts über für uns. Da habe ich das sowieso nicht davon. Ja, aber du kannst bei mir im Laden auch kaufen. Ne? Ja, genau. Da komme ich mal ohne bestellen. Er wohnt ja, über ich, mir. Ich glaube, das könnte das. Das sieht ganz gut aus hier, finde ich. Ja, hier war eben noch eine Performance. Ja.
Das ist ganz witzig, weil keiner weiß, wem das hier gehört. Und wir hatten so ein bisschen Angst, dass sich dann genau heute der Besitzer meldet. Aber wir haben jetzt weiter recherchiert, dass es nicht klar ist, wem es gehört. Und dass das schon seit irgendwie 90 Jahren Brachfläche ist. Ehrlich? Ja, und eben war der Herr Haubruck hier, der weiß ganz viel. Der hatte mich schon wegen einer anderen Sache mal angesprochen. Es gab nämlich da die Drupp und Rein, da habe ich mal meine Gesellenprüfung gemacht, da waren so Glasfenster drin und ich habe eine Arbeit darüber gemacht und jetzt hat er erzählt, genau hier war mal eine Glaserei, die wahrscheinlich sie war. Jetzt macht die Kamera blöde Fotos, die ist so doof. Ich bin doch noch am Film, oder? Wenn ich erst die Patsche hole, was dann wohl los ist? Ja, dann mache ich die Fliege. Mit Licht. Ja. Ich kann schon auf den Muss man dich auf dem Foto festhalten? Ich bin ja inkognito nur hier. Von wem sind die hier? Elke Werneburg. Und? Da war Alina 9 Jahre alt. Ja, ne? Die sehen doch bezaubernd aus, ja, oder? Bezaubernd, auch, ja. Auch die anderen. Also wenn du mich gefragt hättest, ich habe gedacht, da war ich nicht auf dem Praktikum. Ja. Und das ist eigentlich ein Grund, warum ich es kaufen muss, aus Demenzgründen, weil mir Erinnerungen fehlen, ja. Weiß ich, Foto, ich war da. Jetzt besoldest du mich, hypnotisierst du mich. Na? Die Kamera wieder aus. Ja, nee, die blinkt immer noch.